Okay. Schaufel. Sind jetzt Schaufelbelieber. Manchmal muss man seine Prioritäten halt auch nochmal ändern. Ich glaube, wir können ja ein Gold droppen. Um früher die Schaufel ready zu haben. Und dann kaufen wir die Banane quasi nächste Runde wieder. Oh! Oh mein Gott, wir haben gegen einen anderen Piltover-Spieler quasi gewonnen. Brillant. Double Schaufel? Nee, ne? Müssen schon Space kriegen. So, unsere Schaufel ist Turn 1 ready. Seine wird jetzt erst ready. Das heißt, wir gewinnen Double. Wenn die ganze Lobby Piltover spielt, dann ist Piltover natürlich auch wieder einfach sick, ne? So muss man es ja aussehen. So, dann kriegen wir gleich auf jeden Fall nochmal Platz. Dicke Gubert ist es wahrscheinlich sogar. Ist ein bisschen weird dann, aber ich denke, das ist es. Der hat auch noch keine Schaufel ready. Einfach die schlechtesten Totengräber der Welt. So, jetzt ist natürlich die permanente Angst, was passiert, wenn wir gegen einen Menschen spielen, der nicht auf Schaufeln setzt. Solche Menschen gibt es einfach nicht mehr, ne? Alle ausgestorben. Hubert, komm ran. Taktisches Problem. Was ist Stamina? Baby, don't hurt me. Gubert hat uns. Das ist ein fantastischer Winstreak-Engel. Wir gehen weiter in den Gubert-Modus. So, Nina, danke dir ganz herzlich für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen bezaubernden Stream. Und wir backpacken uns gerade durch die Gegend. Wir haben Schaufelturn 1 gespielt. Into Heavy Windstreak. Und sind bis hierhin sehr glücklich damit. Was man uns allerdings nicht bei jedem Moment anmerken würde. Weil wir trotzdem eine gewisse Grundangespanntheit weiterhin besitzen. Was aber hauptsächlich dient, damit wir uns auch gut konzentrieren. Wir wollen ja diesen Winstreak auch weiter behalten. Hey, Brücki, danke für den Raid. Was ist denn jetzt los? Raid to Raid hier. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, auch ihr hattet einen ganz bezaubernden Stream. Zwischendurch mal reingeschaut. Da war Brücki noch nicht ganz begeistert von seiner eigenen Performance. Aber frag nicht. Ach, das wird schon nicht so schlimm gewesen sein. 50 Minuten League Game. Ach du Scheiße. Kritisch. Ist kritisch. Am Schluss hat er in 50 Minuten Game Stand 20-2 und verloren. Naja, aber damit fällt es natürlich dann auch deutlich leicht, den Stream auszumachen, ne?
Ah, als ob. Frechheit, dass wir das verlieren. Eine Frechheit sondergleichen. Wir haben schon ziemlich viel Lack, ne? Ist schon sehr fies, es nicht mitzunehmen. In Anbetracht dieser Menge an Lack, die wir besitzen. Aber gerade habe ich noch keinen guten Spot dafür, ne? Naja, auch ein schlechter Spot ist ein Spot, ne? Aber wir haben gleich Falkenblade ready. Falkenblade-Schaufel. Ich weiß doch nicht genau, was wir dann machen, ne? Falkenblade, Schaufel, was sagt denn Tobias? Falken-Lightsaber ist best. Na gut. Wir probably fighten Lightsaber. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen umstrukturieren hier. Wir müssen umstrukturieren hier. Das Ziel ist, das Falkenblade muss dahin, dann muss das dahin, dann kommt der dahin, dann kommt das Schaufel hier hin. Dadurch haben wir den Spot hier, der gut ist. So, dann muss unser Superbär dahin. Braucht die Schaufel noch mehr Attack-Speed? Gibt hier auch die Option, Double Funky Attack-Speed Falkenblade zu spielen, ne? Eigentlich auch nicht bad. Zumindest für den Moment ist es gut. Falcon Blade. Achso. Willst eigentlich auch Buffs haben, ne? Du willst Buffs, du willst das, du kriegst den. Und dann wäre eine Banane wahrscheinlich gar nicht so bad hier. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ein Mana Orb. Items activate. 6 changes to gain 1 mana, if you have at least 10, deals 2 damage instead. Ja, für 3 kann man den schon mal mitnehmen. Oh, der zählt nicht, okay. Dann nehmen wir den so mit. Und honestly, wären Tränke bald auch ein Thema, ne? Aber wir locken mal nichts. Hannah meinte, das Reaper Shit ist im Hyrule, aber Maxim behauptet das Gegenteil. Aber die sind doch beide nicht heil, du. No? Also. Ha! Also ja nicht, ne? Aber hä? Also wir können doch gar nicht wissen, was im Heilo abgeht, weil wir Heilo gar nicht sind. This doesn't make sense to me. Frei nach dem Motto, man kann nicht zu viel Lack haben. Die Frage, ob man den zweiten auch noch nimmt. Ich glaube nicht.
We Switcherino. Unstackable. Hat, würde ich sagen. Spiel Flex, aber gibt genug die Forcen. Ah, ich bin ja auch maximal flexibel hier. Zack! Lightsaber ins Face. Lightsaber 67% Damage. So. Das erhöht die Chance. Chance-based effects of the item to be likely to trigger. Das heißt, 40% mehr. Dass wir einen Luck kriegen, wenn unser Falcon Blade reinpuncht. Next Lightsaber kommt sofort. Wird allerdings erst eine Runde später gespielt von uns, denke ich. Weil ansonsten wird es ein bisschen schwieriger, ne? Weil wir das honestly sogar spielen könnten, ne? Mana Usage ist schon insanely high. Wir haben halt keine Tränke, ne? Ohne Tränke schon sehr risky. Wollen wir es mal eine Runde testen? Jetzt kennen wir keinen Mana mehr. Boah. Sehr close. Ist vor allem halt ein Problem, dass man Mana lockt ist, weil die Effekte halt teilweise nur für 3 Sekunden zählen, ne? Hey, Sola, danke für den Raid. Was geht denn heute ab? Ja, heute kriegt. Seid ihr heute Morgen alle aufgestanden? Habt ihr gedacht, boah, den Johnny, den habe ich schon lange nicht mehr geradet? Ist ja überlieb. Vielen lieben Dank. Ein Raid folgt hier auf den nächsten. Und wir freuen uns. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich würde eigentlich Double Gubert gerne spielen, ne? Der wäre jetzt schon irgendwie nice hier. Aber dann ist halt mein Mana Orb nicht mehr so nice. Aber Mana Orb ist auch nicht so super wichtig, I guess. Wir spielen den doppelt. Und dann ziehen wir gleich einfach noch einen Lightsaber und dann ziehen wir noch einen Lightsaber raus und dann gehen wir easy rein. Wie lief's denn bei Solo heute? Tatsächlich nicht geschafft reinzuschauen heute Morgen. Aber ich danke euch allen ganz herzlich für die Raids. So, jetzt sind wir bei 12 Luck. Das heißt, wir kritten nur noch. Wir gehen in Survival Mode. Und dann wird ordentlich survived, ne? Überlegt, ob ich deswegen neu bauen will, aber ich glaube, ich will, weil wir spielen hier für Full Win. Dann sollte man schon sich auch ein bisschen Mühe geben mit dem Board. Die
Ja, ich sollte die langsam auch mal mitnehmen, ne? Aber ich komme noch nicht dazu. Ja, das sieht gut aus. Also ja. Das Ding ist halt holy, das heißt, wir kriegen auch nochmal zwei Regeneration. Was nicht so entscheidend ist, weil erst bei 3 wäre es sinnvoll. Oh, wir haben die fast gewonnen, schon bevor sein Schild gepockt ist. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Aber nehmen wir gerne mit. Boah, der Sport wird so illegal. Tja, passieren sehr viele illegale Dinge gerade, Leute. Also, wir spielen unser drittes Piggybank-Ding. Dann spielen wir Double Lightobert mit einem Lightsaber dahinter. Und dann haben wir den Sheet of Valor, den wir danach noch reinspielen. Das ist schon alles sehr illegal jetzt. Nein. Oh, ist das, ich weiß nicht, dass wir einen Fight verlieren. Na gut, ist auch der letzte Fight, den wir verlieren, aber trotzdem natürlich bitter. Wenn man den hier natürlich nicht mehr verlieren will. What it is? What it is? Was habe ich da oben? Nee. Das ist nicht so ganz optimal, aber... Kriege ich die Banane noch rein? Ach, Lightobert ist auch holy. Da war was. Das ist einfach alles holy, ne? Das ist einfach Holy Empire. Okay, gehen wir rein. Wir starten direkt mal mit 8 Glück. Weil wir 6 haben und 2 sofort über Bursting Arrows bekommen haben. Und dann wird der Gegner einfach nur gottlos weggekrittet. Und dann spielt man eigentlich auch Double, Triple, Giga Lightsaber hier, ne? Was für eine gottlose Runde. I mean, look at this. Schöne Attack-Speed für alle.
Krieg ich nicht hin, ne? Bis der noch dahin zeigt. Doch. Gottlose Runden, Leute. Jeez, Mana haben gar nicht bad. Dem fehlen noch die Schuhe. Der hat einfach ein Gesicht, eine Rüstung, Schwert und Schild. That's actually true. Ja, man könnte die auch als Trigger nehmen. Da habt ihr schon recht, ne? Ja, nehmen wir noch mit. Da hat der 3, hier unten hat er 1, 2, 3, da hat er auch 3. Wir können am Ende noch die 4 reinkriegen, indem wir das Buch nächste Runde noch spielen. Wir kriegen jetzt Mana darüber. Da könnte ich aber auch noch den Mana-Orb saven, dann werde ich ab und zu noch unverwundbar. Und dann sind wir schon auf einer gottlos krassen Runde. Wobei gottlos völlig falsch ist, weil wir nur Holy Items haben, basically. Aber wir haben natürlich jetzt noch nicht genug Stamina-Tränke, um das Bild zu unterstützen. Also sind die ganze Zeit Stamina-Stuck. Aber ich meine, wenn wir mal hitten, dann ist halt auch einfach Land unter beim Gegner, ne? Oh lol, ich habe vergessen zu locken und werde dafür belohnt. Mana ist gut, aber jetzt brauchen wir eigentlich noch Stamina. Stamina! Non-Lightsaber ist jetzt vielleicht langsam auch mal ein bisschen sehr, sehr viel. Das ist tatsächlich auch Stamina. Stamina, aber ich denke, es sollte fein sein. Ah, ist doch geil. Der hat 4 Holies, das heißt, der gibt uns 8. Die verwandeln jeweils 3 in Blind um. Das heißt, der beginnt mit 13 Blind. Dann gehen wir einmal durch unsere Stamina durch. Und dann ist der Gegner aber auch schon tot. Also das Problem existiert nicht so wirklich in der Realität, wo wir Sorgen hatten, dass es passiert. Und dann holen wir uns noch mehr Mana? Nee. Wir brauchen einfach nur Stamina. Stamina. Ja, noch die Fanfare Gottes.
Das ist garantiert irgendwie baubar. Ist mir das jetzt so wichtig, dass ich darauf nochmal Zeit investiere, ja, oder? So, 5 items thrown after 5 activations of Fanfare stun for 1 second. Das heißt, dann stun wir den einfach nochmal ins Face. Gibt's nur das kleine Problem, dass ich meine Heiltränke nicht aktiviert kriege, ne? Also nicht untereinander. Weil das auch nicht zwangsläufig stimmt. Oh, ich liebe mein Leben. Wie schön es aufgeht. Das ist schon wundervoll. Ich glaube, das ist mein schönstes Board, was ich bis jetzt hatte. Sieht einfach sehr, sehr schön aus. Nehmen wir Gegner nochmal ein Stamina runter. Wir sind giga annoying. Wir haben direkt 10 Luck. Alles von uns crittet. Fanfare fuckt den Gegner ab, klaut den auch nochmal Stamina. Der hat ganz viele Schilder und klaut uns unser Stamina. Unsere Heilung hätte halt noch Stamina drin, aber das Problem ist, dafür müssen wir erstmal low werden. Oh oh. Jetzt haben wir sie getrunken. Kritten! How can I lose with this? Warum ist genug geworden? Der Double Buckler im Late-Spiel. Triple Stamina-Stil. I can't. This is disgusting. Oh mein Gott. Der ist ganz schön gemein. Ja, da wurden wir leider ein bisschen gedifft. Kommen wir noch auf einen coolen Wert? Nee, ne? Ekeboards schlagen leider schöne Boards. 4, 5, 6. Doch, schaffen wir noch, ne? Haben wir ein ordentlicher Crit rein. Also wir haben leider nicht noch mehr Stamina reinbekommen. Aber es hilft auch nichts, ne? Also wenn die uns hitten, dann kriegen wir auch ein bisschen Stamina. Da fahren wir drüber. Ja, schade, ey. Ich dachte echt, dass. Ich hatte das Gefühl, hier können wir full winstreaken. Aber the most holy board ever reicht am Ende leider nicht für einen ganz krassen Sieg. Wäre trotzdem krass. War trotzdem nice. We kinda take it, guys. Ja, das war eine weitere Runde. Ne? Backpack Battles. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Das nächste kommt morgen um 19 Uhr. Peace.